Wenn im Wald des 150 Seelendorfs Höljes in Schweden an einem Wochenende rund 50.000 Menschen campen und Party feiern, ist die Rallycross-WM für das Magic Weekend zu Gast. Der amtierende Weltmeister Johan Kristoffersson fährt hier sein Heimrennen. In seinem 570 PS starken Polo GTI will er die Konkurrenz erneut hinter sich lassen. Ja, ich denke, meiner Johan ist, wenn er gestartet hat, in 3 oder 4 Jahren zurück, war ja schon mal 4. in die Weltmeisterschaft, dann 3., dann 2. So kam natürlich letztes Jahr der normale Schritt. Aber Johan kommt eigentlich von der Rennstrecke, ist kein Rallymann. Und das ist für mich seine sehr große Stärke, dass er eigentlich fast mit jedem Auto fahren kann und sich sehr schnell anpasst an die Strecke. Egal ob schnelle Drifts, spektakuläre Sprünge oder echter Rennsport mitsamt Feinkontakt, Rallycross ist spannend von der ersten Runde an. Eine Besonderheit ist die sogenannte Joker Lab, die für weitere Spannung bei den Zuschauern sorgt. Joker Lab heißt, dass wir im Qualifying in einer von 4 Runden eine extra Schleife fahren müssen, die etwa 2 bis 5 Sekunden langsamer ist. Wenn man also hinter einem anderen Fahrer feststeckt oder einen schlechten Start hat, kann man in die Joker Lab fahren und eine Lücke von 5 Sekunden schaffen. Dann versucht man schneller zu sein und die anderen wieder einzuholen, sodass man, wenn sie ihre Joker Lab machen, hoffentlich sich vor ihnen einfädelt. Weil es schwierig ist zu überholen, kann man mit dem Joker spielen. Es macht die Rennen spannend, bis jeder seine Joker Lab gefahren ist. Manchmal bis zur letzten Kurve. Es ist immer sehr aufregend. Until everyone has made the Joker lap and sometimes in the last corner and it's always very exciting. Über eine besondere Taktik muss sich Johans Team an diesem Wochenende keine Gedanken machen. Vom Start weg dominiert er das Rennen und kommt nach seinem Joker in der letzten Runde mit großem Abstand als Erster ins Ziel. Damit hat er von 6 Rennen bisher schon 5 gewonnen und baut seine Meisterschaftsführung weiter aus.